Mein Name ist Robert Berker, ich bin 43 Jahre alt mittlerweile und so weiter. Meine Funktion ist die Stationsleitung, die seit fast 2 Jahren auf der Station 2A und B. Wir haben hier mit Patienten mit neurologischen Störungen zu tun. Ja, also sowas zum Beispiel wie Schlaganfälle, Tumoroperationen, irgendwie auch schwere Unfälle. Die Patienten kommen zu uns, nachdem sie die Akutphase überstanden haben und einfach wir mit unserer Arbeit, mit unserem Tätigkeitsfeld in Zusammenarbeit mit den Therapeuten, mit den Ärzten, einfach auch mit den Angehörigen, die auch sehr wir einfach in unsere tägliche Arbeit anbeziehen wollen, einfach wieder gewisse Lebensqualität ermöglichen wollen. Ich bin Josefine Karg, bin 23 Jahre alt, bin examinierte Altenpflegerin und arbeite auf der 3C. Also das Arbeiten ist eigentlich sehr gut. Wir arbeiten viel zusammen mit den Ärzten, mit den Therapeuten und auch mit den Angehörigen. Ich finde es einfach schön, hier zu arbeiten, weil man einfach jede Woche sieht, wie ein Patient immer besser wird. Und auch mit anderen zusammenzuarbeiten, das finde ich einfach schön, wo man das vielleicht woanders nicht hat. So habe ich das halt eben auch kennengelernt. Die Arbeit gestaltet sich auf dem interaktiven Niveau. Einfach, das wird einfach Hand in Hand gearbeitet. Einfach, dass die Pflege durch die Therapeutin ergänzt wird, die Therapeutin durch die Pflege ergänzt werden. Teamgeist ist einfach, dass wir uns die Arbeit abnehmen, gegenseitig auch helfen. Nettes junges Team, Bobat und Basale Konzept, was wir hier regelrecht ausleben wollen, was uns hilft, den Patienten einfach wieder in das tägliche Leben, in mögliche Qualität zurückzukehren. Dadurch, dass die Patienten wirklich längere Zeit bei uns sind, entstehen auch viele Bindungen zwischen den Therapeuten, zwischen Pflegepersonal und den Patienten jetzt selbst einfach. Und viele Schicksale, die wir auch einfach erleben und auch aufgrund dessen, dass sie auch Vertrauen gewinnen, einfach auch, wir auch damit konfrontiert werden. Also ich finde schon einfach, dass Helios-Gruppe einfach eine breit gefächerte Struktur einfach bietet, was die Fortbildung und Weiterbildung irgendwie anbetrifft, auch junge Talente fördern, indem es wirklich in dem Bildungszentrum Module angeboten werden für mittleres Management, für Praxisanleitung, für Intensivweiterbildung und Anästhesie. Und für uns ist das sehr hilfreich einfach, dass wir sich auch in dem ganzen Netzwerk von Helios einfach austauschen können. Die Klinik liegt wirklich wunderschön grün gelegen, wo die Patienten im Rahmen der Möglichkeiten einfach auch im Grünen, je nach Wetterlage, auch gut entspannen können.